Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Heute gehen wir die nächste Arena an. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, die wievielte es ist, weil ich einen 8000er IQ habe. Ich meine natürlich, wir gehen heute die sechste Arena an. Hier in, keine Ahnung, wie die Stadt auf Deutsch heißt, Fortree City. Eine Stadt, eben wie man sieht, in den Bäumen. Und ich kann nicht rennen, Schiebung. Man könnte in der Stadt einiges erkunden, aber ehrlich gesagt, das ist nicht gerade das, wofür ich eine Nuzlocke spiele. Aber etwas Unsichtbares ist im Weg. Tja, geht wohl doch noch nicht in die Arena. Denn zuerst muss ich noch etwas weiter. Ist Route 120. Ich denke, das ist eine neue Route. Sehe ich das richtig? Die Karte kann ich doch sicher auch anders aufrufen als hier, oder nicht? Ja, im Pokénuff nämlich. 120 ist eine neue Route. Das heißt für uns der erste Encounter, seit wir hier wieder auf einer Randomizer Nuzlocke sind. Dort rechts ist auch das Gras, in dem ich mir dann gleich vielleicht ein gutes Pokémon für die Backup-Box besorge. Wow, sag mal, Blitzer ist das häufigste Pokémon in dieser Challenge. Da kann mir keiner was sagen. Ich hab's schon wild so oft getroffen, hab eins im Team, die Trainer droppen welche. Warum gibt es so viele Blitzer? Ich verstehe es ehrlich nicht. Nee. Ich kann ja einfach hier Overheat raushauen. Gibt da noch ein paar EP für Vulko. Dass das tötet, habe ich mir gedacht. Dass der Spezialangriff stark sinkt, ist mir auch egal. Der Kampf ist ja sowieso gelaufen. So. Dann sind wir bereits am Punkt angekommen. Ich bin schlau genug. Fragezeichen, man. Vielleicht bekomme ich ein gutes Pokémon. Und der Encounter ist... Kein Encounter für diese Route, Leute. Willst du mich jetzt verarschen? Als ob ich ein freaking Pfiffchen krieg. Och Gott, jetzt habe ich keinen Zerschneider dabei. Einen Moment. So, in solchen Situationen benutze ich schon noch die Methode hier. Auch wenn sie immer noch so ihre Nachteile mit sich bringt. Ich hab ja noch Pflanzi, du hast ja. Nee. Keiner hat oder? Keiner hat Zerschneider. Hier, du wirst Fliegen erlernen. Also. Hier, hau mal den für einen Moment. Hierhin. Ich hoffe, dass Libeldra auch Zerschneider erlernen kann. Das wäre ganz gut, dann hätte ich nämlich bereits mehrere. Für Moment. Bruh. Bruh. Ich habe keinen... Hab
ich den verpasst? Den muss man doch schon haben. Den muss man doch schon haben. Den habe ich doch... Das ist doch hier auch nicht nur eine TM und ich habe den schon wem beigebracht, oder? Nee. Hä? Gibt's den all... Okay. Ja. Wenn das hier nicht klappt, dann nicht Summary von Tyrann wieder zurück ins Team. Ich tue das Ding einfach mal hier hin. Ja gut. Oh, aber einen Moment. So, Recherchen angestellt und Libeldrascher mal Fliegen beigebracht. Ich muss halt mit dem Fliegen warten, bis ich den Arena-Orden habe. Aber dann muss ich zurück in die Stadt der ersten Arena, Metaros City. Da habe ich nämlich nicht mit einem der NPCs gesprochen. Und dieser eine NPC gibt mir Zerschneider. Was hätte ich denn hier noch finden können? Ja, okay. Auch nicht unbedingt meine erste Wahl, sage ich mal. Aber das Ding hätte ich vermutlich noch... Okay. Das Ding hätte ich zumindest vermutlich noch gefangen, muss ich sagen. Hä? Ach so. Ja. Brauche ich das Kamerateam jetzt? Ja, weniger. Aber dich bekämpfe ich. Er sagt, dass sein Pokémon stark ist. Das werden wir ja sehen. Der Vogelfänger mit seinem starken Pokémon. Das war jetzt so krass, ich weiß gar nicht, wie ich dagegen kämpfen sollte. Aber das bestätigt mich auch eigentlich hier, ehrlich gesagt, nochmal darin, dass diese Randomizer nicht so random ist, wie sie tut. Wenn der Vogelfänger mit dem sehr starken Pokémon einen Habitat droppt. Moin. Steven ist es. Ach, Günther, moin. Ist eine Weile her. Da gibt's was, das du nicht sehen kannst, ne? Ja, also hier, guck mal. Günther, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Ja. Ein Devonscope. Ein unsichtbares Pokémon. Ein Keck. Okay, es ist sogar ein Keck, Leo. Ich meine Keck. Hahaha, Mann, bin ich lustig. Es ist das Schlauste, jetzt auf Overheat zu gehen. Es wird vermutlich sterben und wenn nicht, ändert es seinen Typen jetzt zu Feuer. Und meine Intensität wird noch kranker. Sehr gut, der Keck verfehlt. Nur Intensität 6, aber es reicht. Da, oh, noch ein Crit. Also ich bin da jetzt schon davon ausgegangen, dass es reicht. So, noch ein bisschen Erfahrung. Siehst du, es ist krass. Die sind schon besser geworden, deine Pokémon. Nimm das Devonscope. So, ich will jetzt auch noch meinen Günther. Ich find's gut, wenn Pokémon und Trainer zusammenarbeiten. Lass mal wieder treffen irgendwann. Da ist er weg. Ich will auf jeden Fall noch meinen Kamerupt auf 30 bringen, bevor es in die Arena geht. Und das machen wir jetzt mal. Dass es hier halt dann auch wirklich immer Kecleon sind, nervt mich. Oh, was? Nur 5? Ja, warum nicht direkt die 9? Hier haben wir einen Nestball. So, dann mal kurz zurück ins Pokémon Center. Heute merkt man wieder sehr viel davon, dass ich das nicht mehr so viel nutzen wollte, die Verschnellerung.
Aber bei solchen Stellen gerade muss man auch ehrlich jetzt mal sagen, das ist nun mal einfach besser für alle. Moin, Zickzacks. So, Zeit zur Arena zu gehen. Oh, ist sogar weggerannt und kämpft nicht. Mein ganzes Team ist auf 30. Ich würde sagen, in der Arena, ich gehe mal ein bisschen auf einen riskanten Weg und kämpfe mit Bulbi. Inzwischen, Walrus Edition 3 hat ja auch angefangen. Moin, wie geht's, Günther? Hier ist Flugarena, also normalerweise. Ja. Das hier ist ein Kackrätsel. Die Dinger hier verschieben sich genau so. Und hier kommt der erste Trainer. So. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass ich kein Pokémon verliere. Aber wenn die Gegner mit sowas ankommen, dürfte das auch nicht so schwer werden. Aber vor dem Arena-Leiter habe ich wieder... Ich kann mir vorstellen, dass der ein bisschen was auspacken könnte. Und das ist auch schon deutlich mehr, als ich es mir erhofft hatte. Aber das Ding ist rausgenommen. Ja, muss ich eigentlich hier gleich heilen zur Sicherheit. Nicht so gut. Ich hab hier, damit das im Rucksack mal schneller geht, mal hier so ein paar wichtige Items nach oben sortiert. So. Hier kann ich... Oh. Da wird sehr wahrscheinlich ein Doppelkampf... Ist Steckdose an zweiter Stelle? Ja, ist er. Okay. Dann kann ich jetzt gegen die beiden kämpfen. Und hoffentlich auch wieder erfolgreich. Ich meine, ich kenne diese Randomizer, die... Oh, 6 Pokémon. Aber die werden jetzt nicht gerade Legis droppen, wenn die schon 6 haben. Ja. Das sind keine Legis. Die dürften beide ganz gut down gehen können. Ja, Blitzer natürlich das schnellste Pokémon hier. Blitzer ist so sauschnell. Das bin ich ehrlich gesagt gar nicht gewohnt. Ich spiele ziemlich selten schnelle Pokémon. Okay, einmal Alola Vulnona ist nicht gerade langsam, sage ich mal. Wow! Sag mal, jetzt übertreibt hier mal nicht. Ich komme ja gar nicht klar, so krass seid ihr. Ich komme null drauf klar, wie stark die sind. Wirklich? Erst ein... Boah, Kacke, wie ist das Ding auf Deutsch? Erst ein Felino und direkt danach ein Morlord. Das ist jetzt auch sehr gut für mich, weil das Ding hat eine Vierfachschwäche gegen Pflanze, du eine Doppelschwäche gegen Elektro, aber du bist halt ein Habitak. Deswegen rechne ich nicht damit, dass du überlebst. Genau. So. Dann machen wir einfach weiter im Text. Ja, die Typen haben nicht gerade Legis einstecken. Oh, was? Das Ding lebt noch. Das hätte auf Blitzer... Das hätte Blitzer getötet. Wenn das auf Blitzer gegangen wäre, das Ding wäre tot. Oh Gott, habe ich Glück, dass die KI das verkackt hat. Das Ding hätte Blitzer rausnehmen können. Uff. Wow, krass. Okay, es ist zum... Uff. Das Ding... Das Kack-Morlord hat zum Glück nicht schon wieder Lehmschuss benutzt. Da
Das war nicht gerade die lustigste Erfahrung gerade. Okay. So viel nochmal zu dem Punkt, sind ja nicht gerade Legis, was die hier nutzen. Wirklich weit entfernt ist ein fucking Dragoran nicht davon. Vor allem, ich kann Fragezeichen, man, jetzt... Auswechseln wäre nicht toll, aber ich kann Fragezeichen, man, auf keinen Fall drin lassen. Ich hätte vielleicht hoffen... Okay, nice. Ich hätte es vermutlich in einer Runde töten können mit beiden. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das Ding vielleicht sogar was outspeedet hätte. Also Blitzer nicht, das war mir schon klar, aber... Ja, es hätte gereicht. Oh Gott! Warum immer Blitzer? Hilfe! Kriegt noch Damage, aua! Tyrann haut einen Rockslide raus. Wir gehen hier keine unnötigen Risiken ein. Ich gehe nach dem Kampf zurück zum Pokémon Center. Uff. Also jetzt am Ende des Kampfes mit Morlord und Dragoran. Das, vor allem dieses Dragoran, das war so voll unerwartet. Die hatten fucking Mankey, Zickzacks, Habitak, Felino und dann Ibims Dragoran. Ja, mal kurz heilen gehen. Mein Team ist nicht gerade unbeschadet aus dem Kampf rausgegangen. Aber solange noch alle leben, ist alles prima. Aber ich hab echt das Gefühl, ein einziger Kampf kann diese Challenge komplett zum Eskalieren bringen. Wenn ein Gegner abgeht, das kann mich komplett kaputt machen. An der ersten Stelle habe ich noch Bulbi, ne? Oh, warte, die hat ein Level-Up bekommen. Also ist zwar ein... Ich habe nichts gedrückt. Ha, sehr schön. Man muss der Ehrlichkeit halber auch sagen, Blitzer hat die niedrigste Verteidigung und ist immer am meisten Gefahr, weil ich es halt auch am meisten nutze. Schon wieder ein Doppel. Wer ist denn an zweiter Stelle? Habe ich Bulbi hingestellt. Ich gehe auch nochmal so rein. Und hoffe, die hauen einfach nicht auch wieder irgendwie ein Dragoran oder so raus. Vor allem in der Flugarena passt Dragoran ja sogar irgendwie. Aber nein. Die haben 4 Pokémon. Und beginnen auch zum Glück nicht mit so starken. Okay, ich muss zu 1% aufpassen, weil ist ja... scheiße, ist Cursilla schon Psycho-Pokémon? Oder Only... Ach, nee, ich denke Psycho. Weil Cursilla ist effektiv auf Bulbi und Knackleon auf Steckdose, aber ich denke mal... Das wird hier nicht gerade problematisch. Vielleicht bei der One-Hit. Okay, bei dem Ding war ich mir weniger sicher. Dann rechne ich mit One-Hit auf beiden. Ein Missing No. Natürlich. Das Ding überlebt's jetzt. Aber das wird... Ja, gar nichts. Dann machen wir's so. Steckdose ist... Also die Sache ist, die Bulbi ist nicht unbedingt mein stärkstes Teammitglied. Aber in 5 Leveln entwickelt sie sich zu Bisaflor. Und dann könnte sich das ändern. Sie ist halt auch neben Fragezeichen-Man, der aber auch nicht gerade möglich zu entwickeln wird. Mein einziges nicht voll entwickeltes Pokémon. Und boah, Wasser ist ja mal perfekt für mich. Hier komm, Rasierblatt darf auch mal, wenn es überhaupt zum Zug kommt. Also wenn Bulbi zum Zug kommt. Ist aber nicht der Fall. Oh scheiße, der Laptop geht leer. Hab vergessen einzustecken.
Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme sieht, aber ich habe es gerade bemerkt, weil der Bildschirm auf einmal dunkler geworden ist. So, angeschlossen und schon wird's wieder heller. Starmie ist raus. Digga, der freaking Tyrann kriegt so viel Erfahrung, aber er braucht auch so viel. Und da waren die ersten zwei Typen hier aber stärker. Ach, gibt mal wieder einen Einzelkampf. Ja, hier sind richtig viele Flug-Pokémon, ich merk's. Hier sind so viele, deswegen habe ich mich entschieden, mit meinem Pflanzen-Pokémon zu leaden. Und dann kommt er mit Feuer! Oh. Ich hab Bulbi doch von der ersten Stelle runtergetan, ich Keck. Als ob. Naja, es macht nicht gerade den schlauesten Move. Und hat diesen Kampf verloren. Und es war das einzige Pokémon dieses Trainers, also habe ich diesen Kampf gewonnen. Warum gibt mir eigentlich jeder 960? Hier kann ich nicht lang. Das war nicht der Plan. Der Plan sieht... so aus. Nein! So. Oh, und da ist auch die Arena-Leiterin. Mein Team ist sehr gut beisammen. 9 HP fehlen mir. Na dann, ich würde sagen, wir sind bereit. Und hoffen, dass auch dieser Arena-Kampf ohne irgendwelche Verluste vonstatten geht. Ich bin Winora, ich bin, ich denke mal, die Leiterin von der Arena hier. Ich bin eins mit den Vogel-Pokémon geworden. Wir haben jeden Kampf gewonnen. Ich bring dich um. Ich weiß, meine Synchronisationen in diesem Projekt sind echt toll. 5 Viech. Oh, fuck! Es ist sehr riskant, hier mit Blitzer drin zu bleiben. Aber auswechseln würde halt in Safe Damage resultieren. Und das macht guten Damage. Das macht guten Damage. Fuck! Fuck! So viel zu guten Damage. Günther, komm rein. Du dürftest das Ganze ja wohl deutlich besser wegstecken. Uff, immer noch deutlich zu viel Schaden für meinen Geschmack. Ey, Kacke, ich überlebe nicht. Ich bin richtig im Arsch. Dieses scheiß Logok. Komm, auf dich macht es, wenn das jetzt predicted und eine fucking Kampfattacke, okay. Auf dich macht das ja wohl nicht so viel. Wie stark ist das Ding? Junge, dieser Arena-Kampf ist nicht gerade das, was ich erhofft habe. Ich hätte auf den Rockslide gehen müssen, ich Vollidiot. Wie konnte ich nicht damit rechnen, dass sie heilt? Wenn das Ding eine Kampfattacke raushaut, ist mein Tyrann tot. Aber wenn ich wechsle, ist jemand anderes tot. Nein! Schaufler! Ich hab kein Flugpo... Warte! Kann Fragezeichen mehr... Kann Fragezeichen mehr ein Logok outspeeden? Ich hoffe es.
Komm, du musst das Ding töten können. Der Sandsturm macht auch noch Damage. Warte, hast du Ruckzucki? Ja. Oh Gott! Das erste Viech war ein Monster! Tyrann kriegt ein Level. Ich hoffe, es kommt was Schwaches, damit ich Zeit habe zum Heilen. Ja, okay. Ladybar ist sehr schwach. Oh, 33, das ist vielleicht ihr höchstes Pokémon und das wäre so gut für mich. Dieser Sandsturm nervt jetzt halt. Aber Ladybar wird mir ja nicht so bedrohlich werden können, dass es wirklich hier ernst wird. Günther braucht ebenfalls noch ein Heal. Okay, ich werde zum Töten auswechseln. Aber ich habe absolut kein Problem damit, dass du sowas machst. Ich will eh nicht angreifen, ich will meine Pokémon heilen. Und noch eine Potion für... Flug! Das kam unerwartet! Das Ding haut einen Thunderpunch raus! Das ist das Letzte, mit dem ich gerechnet habe. Ja, Thunderpunch in jeder Form ist Vulko hier ein guter Pick. Thunderpunch wird nicht treffen, der Sandsturm macht mir keinen Schaden und ich habe einen Fire-Type. Genau deswegen werde ich mir jetzt auch nochmal mehr Zeit zum Heilen gönnen. Ich bin jetzt in einer wirklich sehr guten Situation. Das Ding ist wirklich nicht gut gegen mein Vulko. Fragezeichen Man kriegt auch noch einen. Ja, darfst das Rück wieder machen. Geht ja eh weg, wenn ich auswechsle. Hast du überhaupt einen Angriff, mit dem du mich treffen kannst, mal so gefragt? Und ich wünschte, der Sandsturm wäre langsam mal weg. Ich kämpfe sehr taktisch, man merkt's vielleicht. Aber nach diesem ersten Monster will ich hier keine Risiken mehr eingehen. Wo wir gerade beim Thema keine Risiken mehr eingehen sind. Ich greif an. Aber zumindest, okay, wenn ich nicht getroffen hätte, die Attacke war immer noch speziell und hätte mir somit nicht extra viel Damage gemacht. So, Spezialattack geht ziemlich runter, Ladybar ist raus. Was kommt jetzt? Ja, scheiße. Tyrann hat halt die wenigsten... Er hat halt den meisten Schaden. Ich wollte die wenigsten Leben sagen. Aber der hat mit... Obwohl... Doch. Er hat die wenigsten Leben. Hätte auch gepasst. Die Sache ist, die das Maximum von Steckdose liegt ja nur bei 84. Der Rockslide sollte treffen. Ein Regentanz haut er raus. Finde ich gut, weil dann geht hier... Scheiße. Dann geht mein Sandsturm weg für die Pokémon, die ich sonst noch nutzen will. Scheiße, nein, 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 nein. Okay, das macht nicht im Ansatz so viel, wie ich befürchtet habe. Aber das wird so viel machen. Das tötet. Oh Gott, das ist kein einfacher Kampf. Oh, die Erfahrung. Ursaring, oh Gott, ich habe nur eine Kampfattacke da. Und die ist auf Steckdose. Nee, warte. Doch. Soll ich... Ich geh's mal ein. Ich geh's mal ein. Ich geh es mal ein. Hoffentlich ist es jetzt nicht so hoch gelevelt. Oh, es ist vielleicht das niedrigst gelevelte. Das ist sehr schön. Uff. Uff. Trotzdem, es ist vielleicht das niedrigste all ihrer Po. Was? Alter!
Das kann man mir nicht antun! Meine Nerven! Meine Nerven! Das darf man doch nicht einfach machen! Jedes Mal, mein Alter, für eine Sekunde... Uff, uff. Wow, wie stark. Jedes Mal habe ich für eine Sekunde einen Aussetzer. Wenn sowas kommt. 7 HP. Steckdose ist immer so nah am Rand. Dieser Kampf ist durchaus spannend. Ich werde auch den EP-Teiler ab der nächsten Folge mal... Nein! Steckdose und Tyrann sind nicht kampffähig. Und Vulko und Bulbi haben nicht wirklich was zu sagen, genau wie Fragezeichen, man. Ich muss auf Günther gehen. Und sogar der Regen hört auf zu wirken. Ansonsten hätte ich das jetzt ja für meinen Vorteil nutzen können. Ich heil den Tyrann hoch. Nein! Mach nicht diese! Mach nicht diese! Ich gehe aber erstmal auf eine Heilung auch für Steckdose, bevor ich irgendwas anderes mache. Und jetzt wird's so schlimm. Das Fuckviech ballert sich einfach hoch. Ich treffe. Oh, nur noch ein Hit und es wäre weg. Es war aber ein Crit, der so viel Damage gemacht hat. Sonnentag. Jetzt macht's genau das Gegenteil vom Regen. Regentanz. Jetzt sind Feuerattacken stärker, aber Vulko ist keine gute Option hier. Aber okay, Tyrann juckt das nicht. Die Sache... Oh ja, stimmt, ich mach das ja auch weg. Die Sache ist jetzt nur die. Das Vieh... Oh, gar nichts. Das hole ich mir den Kampf. Das Fuchsvieh hat sowieso 2-mal erhöhten Fluchtwert. Also, nee, ist Doppelteam nicht sogar doppelt erhöht, also 4-fach erhöht. Und dann noch die ohnehin niedrige Trefferrate. Und ich baller trotzdem rein. Wupp, wupp. Sehr schön. Das war's, wenn ich mich nicht verzähle. Jawohl. Player defeated Leader Winona. Uff. Das war der spannendste Arena-Kampf bisher, würde ich sagen. Der erste war nicht spannend, der war einfach nur... Der war einseitig für einen Gegner. Ich habe noch nie einen Trainer seine Pokémon mit so viel Eleganz kommandieren sehen. Uff, es war so knapp vor allem, Alter. Bei der Steckdose so in Lebensgefahr, jedes Mal wieder. Ich bin mir relativ sicher, tatsächlich muss ich auch sagen, auch wenn es jetzt kacke klingt, dass Steckdose das erste Pokémon sein wird, das sterben wird. Einfach weil er ist nun mal derjenige mit der niedrigsten Verteidigung. Und gleichzeitig einer von denen, die ich am liebsten nutze. Uff. Ich kann jetzt fliegen. Ich werde mir für die nächste Folge dann Zerschneider holen. Aeroass kann, glaube ich, oder? Das könnte vielleicht, das gucke ich jetzt nochmal kurz... Und danach gehen wir im Pokémon Center heilen. Das könnte vielleicht... Günther und Tyrann? Warum ihr? Fragezeichen, Man, war der, bei dem ich es mir gedacht habe. Aber... Ich hau das jetzt auf Günther, auch wenn es vielleicht dumm wirkt. Aber das da... Da ist es mir lieber, noch eine Flugattacke da zu haben. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge der...
Schnauze. Halt die Schnauze. In der nächsten Folge reisen wir weiter, haben neue Encounter, bekämpfen mehr Trainer und sind hoffentlich nicht nochmal so nah an der Kante des Todes wie Steckdose vorhin. Wir sehen uns wieder. Abo dalassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis irgendwann. Ciao.